Laufen und wir haben die ganze Zeit nur Fotos gemacht. Wenn ihr wollt, kann ich euch hier jetzt mal was einblenden. Also ich esse jetzt mein Brot mit 5 Scheiben Schinken, der noch nicht mal so gut ist. Freizeit ist over. Wir gehen jetzt in so eine Kathedrale. Was auch immer ihr gerade gesehen habt. Mir ist kalt. Nein, das stimmt gar nicht. Ich bin müde. Mir ist gerade was ziemlich Dummes passiert. Und zwar, ich kann euch ja mal einblenden, welches Bild wir eigentlich machen wollten. Und also ich habe es ziemlich verkackt. Und dann, ich weiß nicht, das ist leider nicht mehr drauf, aber ich bin dann so, habe diese Pose gemacht und dann habe ich mich so abgedreht und dann lag ich auf einmal auf meinem Bauch. Das war ziemlich lustig. Und naja, dann kam mein Auto. Ja, das war voll lustig. Und es ist so schön hier. Das kann man nicht glauben. Es ist mega schön. Hier ist so eine Gasse. Hier geht es so hoch. Und dann sind hier so Blumen. Und sowas. So schön. Hier ist es ja mal so mega schön. Und Raquel und ich wollen jetzt, nachdem wir mit dem Abi fertig sind, zusammen nach Amerika auswandern. Ja. Also wir sind wieder da und die haben gerade so laut Musik gehört, das war richtig anstrengend. Die haben so, die Deutschen haben deutsche Lieder gesungen und die Spanier, ja, haben spanische Lieder gesungen und das war so voll laut. Naja, jedenfalls, wir sind jetzt wieder zurück. Es ist jetzt, glaube ich, so 5 Uhr und meine Beine und alles tut einfach nur so weh, weil wir den ganzen Tag rumgelaufen sind. Gerade Polaroid-Bilder gemacht und zwar so voll viele. Also einmal das, das auch und das, aber das entwickelt noch. Also ich hoffe, es ist gut und ich will die jetzt mal fragen, ob wir da einfach nur im Baum chillen können. So, like I said, just chilling in the tree. There is Emily. It's like pretty funny up here.
weiß nicht, was es ist. Stromarrigator. Das. Und challenges there. Das, Emmy hat gerade schon gesagt, das ist voll der coole Abschluss, weil heute ist ja schon leider unser letzter ganzer Abend hier. Leider. Ich bin jetzt voll traurig. Ja, am Anfang war es so, wir waren froh, dass wir weg sind, aber jetzt ist es schon irgendwie traurig und wow, so ist das Licht voll krass. Gerade mega geil hier. Ja, guck mal in ihre Sonnenbrille. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es hier so ist. Grab war so mega cool mit den anderen und jetzt sind wir gerade in so einem Restaurant und essen jetzt Churros. Ich muss jetzt leider schon parken und habe hier halt so mein Zeug und das sind so die Sachen, die ich in Toledo gekauft habe. Also es sind einmal diese beiden Brillenetuis, dann diese zwei Beauty Bags, I don't know, so ein Ding. Und so eine Handyhülle. Ich finde, die ist voll cool. Und ich habe gerade so viele Instagram-Bilder gepostet, weil wir einfach so viele Bilder gemacht haben. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, ich heiße Joes_Miriam.